Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Geek Talk Daily vom Mittwoch, dem 2. Dezember 2020. Ihr hört die Nummer 921 und heute habe ich die folgenden Themen: Patreon, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Teams und den Milliarden-Deal. Ich beginne gleich mit Patreon. Da gibt's eine neue Kampagne oder ein neues Projekt, das man unterstützen kann, wenn man den Entwickler Hector Martin supporten möchte. Der will nämlich Linux auf die Silicon Macs bringen, also auf den M1-Chip von Apple, den neuen drei Geräten. Allzu viel soll da nicht zu machen sein, es sei nicht allzu komplex, aber dennoch gibt's zu tun und zu tun heißt, es kostet auch etwas. Somit, wer mag, soll sich da bitte gerne beteiligen. Dann ist ja Dezember angebrochen und somit auch die ganzen Geschichten rund um die Charts, Jahresendberichte etc. Zum einen hat Deezer seine Charts rausgehauen, normalerweise für Musik und die ganzen Geschichten, was man halt so kennt, aber auch im Bereich des Podcastings ging ein bisschen was raus. Nicht allzu viel und leider nicht Schweiz und Österreich, nur Deutschland. Auf Platz 1 ist plötzlich Schwanger, ein Comedy-Podcast. Des Weiteren ist das die Zeit, Verbrechen, Mordlust und so weiter. Auch diese Originale sind darunter, alles sehr düster und gekrönt wird das Ganze durch den Corona-Update-Podcast vom NDR. Weiter geht's mit Apple, auch die haben Zahlen rausgehauen, Charts zu Musik etc., Hörbücher und so weiter und logischerweise auch zum Bereich des Podcastings. Da auf dem Platz 1 der beliebtesten Podcasts, nochmals der Corona-Podcast vom NDR, auch wieder Zeit Online, Baywatch Berlin etc. findet ihr da auf der Liste und ihr findet noch einen Top 10 der neuen Produktion von diesem Jahr. Kleiner Spoiler-Alert, das eine oder andere wiederholt sich da. Wer mag, gerne reinlesen. Link dazu, wie immer, auf daily.geektalk.ch in den Shownotes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Weiter geht's mit dem Spotify-Jahresblick. Auch da hat man natürlich rausgehauen. Zum einen, welche Musik an erster und zweiter, dritter, vierter, fünfter, zehnter Stelle waren, aber auch aus dem Bereich des Podcasts. Und da gibt's nicht viel anderes, außer dass zuerst ein paar Spotify-Exklusiv-Podcasts mit vorne mitmischen. Wer hätte das gedacht? Ein Schelm, wer Böses denkt. Gemischtes Hack, Fest und Flauschig und Tagesschau in 100 Sekunden sind so die Top 3, die bei Spotify das Ganze ausmachen. Weiter geht's mit Teams. Die haben ein Update rausgehauen auf der iOS-Plattform. Unter anderem bekommt jetzt auch Apple Car oder besser CarPlay eine Unterstützung für Teams. Keine Ahnung, für all diejenigen, die jetzt aufschreien, anscheinend soll Microsoft hier diverse Funktionen deaktiviert haben, so dass man eben nicht zu stark abgelenkt wird. Weitere Funktionen, die neu da sind, sind die Möglichkeiten, Anrufe an andere Geräte weiterzugeben etc. Auch da wieder zum Einlesen, wer sich dafür interessiert. Zum Ausstieg aus dieser Podcast-Folge habe ich noch einen kleinen Deal, obwohl klein falscher Begriff ist, ein Milliarden-Deal. Slack wurde übernommen, wie in den letzten Tagen in den Gerüchten schon ein bisschen rumgerummert. Ist jetzt so Salesforce, war es, glaube ich, genau, die das Ganze übernommen haben für schlappe 24 Milliarden Euro. Dollar, meine ich. Und das natürlich ziemlich heftig. Jetzt bleibt halt die Frage, wie geht's mit Slack weiter? Somit bekommen sie natürlich mehr Power und Möglichkeiten, um gegen Microsoft und Teams anzutreten. Aber die Befürchtung von vielen ist auch, dass da Salesforce natürlich die Daumen drin hat und ein bisschen rumwurschtelt. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das war's für den heutigen Tag. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Mittwoch. Bei mir kommen heute ein paar interessante neue Gadgets an, auf die mich schon freue. Und ja, bis dann schlafe ich aber noch eine Runde. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.